Ja, Sinn und Zweck ist es, diesen Wollvorrat zu sortieren, zu unterteilen. Zu sortieren in Qualität, Menge, irgendwas in die Richtung, Fadenstärke. Na, also da werde ich mir irgendwie was Sinnvolles überlegen. Eventuell schreibe ich mir auf, wie viele 50 Gramm Knoll das wären, weil ich hatte da eine Inspiration. Ich fand die Idee gar nicht mehr schlecht, die diese eine YouTuberin gemacht hat. Deswegen vielleicht mache ich das. Oder ich mache das, aber verwerfe das dann vielleicht wieder. Irgendwie so. Aber ja. Und unterteilt wird das auf jeden Fall aber auch in möchte ich verarbeiten, weiß ich noch nicht. Oder eben möchte ich behalten, weiß ich noch nicht, kann weg. Und damit das dann beginnen kann, habe ich mir hier auf meinem Bett erstmal eine Decke aufgebreitet, damit mein Bett nicht so schmutzig wird. Und schon mal ein paar Tüten bereitgelegt, damit ich dann das Sortierte später leichter transportieren kann, weil ich warte auf meine Vakuumbeutel. Alles, was irgendwie bleiben kann, wird dann einvakuumiert. Geht in den Keller und fertig. Ich habe die Schnauze voll von Kisten heben. Deswegen wandert das hier so nach und nach erstmal temporär hier rein und vielleicht auch noch in größere Tüten. Muss ich halt mal gucken, was dann die Menge sagt. Und wenn meine Vakuumbeutel da sind, ab in die Vakuumbeutel. Ja, im Groben ist mein gesamter Keller hier in Kartons, Tüten, Beutel und so weiter abgestellt. Und das möchte ich sortieren. Zuallererst kipp ich erstmal willkürlich irgendwelche Tüten aufs Bett, damit ich eben mal weiß, wie ich überhaupt anfangen soll, weil es ist schon überwältigend, es ist viel. Und das, was ihr hier seht, ist ja auch nur eine kleine Menge. Ich habe mein Buch da liegen, einen Kugelschreiber und ich schreibe mir auf, welche Qualität in welcher Menge da ist. Teilweise auch von welchem Hersteller, damit ich es ein bisschen besser unterscheiden kann. Aber im Groben, ich sag mal, 5 mal 50 Gramm Baumwolle. Oder ich schreibe hin Bambus 50 Gramm, 100 Gramm und mache mir eine Strichliste. Irgendwie sowas. Aber es muss in irgendeiner Art und Weise erstmal gezählt werden oder ja. Ich sag mal, aufgenommen werden. Ich muss mal wissen, was ist eigentlich da. Und natürlich findet sich irgendwo irgendein angefangenes Projekt oder ein fertiges Projekt. Das sollte mal eine Art Babydecke werden. Ich weiß nicht, ob die fertig war oder ob da noch was fehlte. Aber auch mit diesen Dingen muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und es... Hilfe! Aber einfach nur auf den Haufen gucken und darauf warten, dass was passiert, hilft ja nichts. Deswegen habe ich dann einfach mal angefangen, ein paar dieser Beutel rauszuholen. Und irgendwas irgendwo hingelegt, irgendwo hingeschrieben, um einfach mal einen Anfang zu haben. Alles, was irgendwie locker war, habe ich aufgewickelt und auf die Seite gepackt, damit sich diese Fäden dann nicht noch mehr verheddern. Aber das, was ich hier erstmal auf einen dieser kleinen Haufen zusammenlege, ist alles Acrylwolle. Der nächste Haufen hier wird Mikrofaser oder Baumwolle, mezzerisierte Baumwolle, das ist es. Der nächste Haufen wird Bambus und so weiter und so weiter. Damit mir die sortierten Knoll dann nicht irgendwie durcheinander fliegen, habe ich die in diese kleinen Gefrierbeutel dann gepackt, um sie getrennt zu halten, später dann auch besser wiegen zu können, um sie dann irgendwann in einen großen Vakuumbeutel zu schmeißen.
Und manchmal haben solche Tabula Rasa-Aktionen auch wirklich einen Vorteil. Und das hier, das ist kein Knoll mehr, das ist ein Würfel. Ein Würfel Wolle. Das ist so lange so reingepresst gewesen, dass es zu einem Würfel wurde. Hier habe ich einiges an Baumwolle. Ja, überall auch lose Fäden. Und naja, eins nach dem anderen, Stück für Stück. Das geht schon. Das wird schon. Was dann hier natürlich auch nicht ausbleibt, ist, dass ich Sockenwollreste finde, die ich dann ja wiederum für meine Strickjacke verwenden kann. Oder für eine zweite, vielleicht sogar für eine dritte, je nachdem, wie viel zusätzliche Wolle ich da noch finde. Und das heißt es, alles erstmal zu trennen und aufzuschreiben. Und kaum war wieder so ein bisschen Platz auf dem Bett, habe ich dann gleich den nächsten Karton drüber ausgekippt, um einfach ja weitermachen zu können irgendwie. Ich habe auch Konen gefunden. Konen. Ja, und das hier ist nur ein Teil von Acryl. Das sind 400 Gramm Knäuel drin. Da muss ich mir, wie gesagt, irgendwie was einfallen lassen. Aber hier. Nächster Beutel, beziehungsweise das ist so ein Kissenbezug oder so ein Kissenbeutel. Da ist ausschließlich Mohair drin, sollte erstmal ausschließlich Mohair rein. Ist aber auch was anderes drin, wie Baumwolle, Acryl und anderes. Also einfach rauskippen, notieren und dann gucken, wohin damit. Ja, das ging doch schon mal ein bisschen schneller als erwartet. Eine Tasche habe ich jetzt noch, die große IKEA-Tasche. Aber an sich ist soweit jetzt alles grob vorsortiert. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich das dann wiegen soll. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Aber es fehlt jetzt, wie gesagt, nur noch diese eine Tüte. Da sind ein paar Kartons und so weiter drin, aber das ging ja jetzt doch schon recht gut und recht fix. Und dann habe ich zumindest erstmal richtig einen Überblick, was ich eigentlich alles so hier habe. Ja, gesagt, getan. IKEA-Tasche auskippen. Da ist. Oh Gott, es ist einfach so viel. Das ist Sockenwolle. Da ist aber auch irgendwie Tweed dabei und das ist Acryl. Also auch wieder alles gemischt. Keiner weiß so recht, wie was wo. Und hier kippe ich
den einen Sack Acrylwolle von einem kleinen Müllbeutel in einen größeren Müllbeutel um, weil es ist einfach so viel geworden. Ja, ich hatte einfach keinen Platz mehr in diesem kleinen Beutel. Deswegen umkippen. Ja, und hier habe ich absolut keine Ahnung, was passiert ist. Vielleicht war es eine Motte, vielleicht war es eine Schere, ich habe keine Ahnung. Aber dieses Knoll ist kaputt. Man sieht überall irgendwie einzelne Fäden. Ich habe auch den Eindruck, dass da teilweise Löcher drin waren, was dann den Verdacht auf Motten wiederum verstärken würde. Aber das war irgendwie dann auch das einzige Knoll, was da so betroffen war. Das andere, was ich gerade weggenommen habe, habe ich dann einfach mit entsorgt. Mir war das dann zu riskant. Und das sind die zwei wenigen Knoll, die ich entsorgt habe, die ich rigoros losgeworden bin. Das hier ist der Rest. Den werde ich jetzt noch entsprechend verteilen. Und hier noch das bisschen. Aber ansonsten ist alles fertig. Also das hier ist Acryl. Hier ist noch ein Sack Sockenwolle. Und ja, so kleinere Beutelchen mit anderen Sachen. Das zum Beispiel hier ist Mikrofaserwolle. Das ist reine Baumwolle von unterschiedlichen Herstellern. Und ich habe dann noch einen Beutel merzerisierte Baumwolle von Alice. Und einen ganzen Beutel Bambus von Alice. Naja. Aber es ist geschafft. Ja, und dann ging es an den mit unter langwierigsten Part, das Wiegen. Ich habe mich dann doch dazu entschlossen, die Knoll zu wiegen, aber nicht jedes so für sich, sondern eben teilweise gruppenmäßig, wie hier. Alles, was Polyester ist, zusammen gewogen, aufgeschrieben und dann weggepackt. Polyester sind einmal, wie ihr seht, 430. Und weil es zu viel war, musste ich dann den Rest wiegen und das kam ungefähr auf ja, 174 Gramm raus, was über 600 Gramm macht. Ja. Aber nachdem das gewogen wurde und aufgeschrieben wurde, wird es in einen Vakuumbeutel gepackt und kann endlich weggeräumt werden. Und genauso geht es mit anderen Wollsorten weiter. Wiegen, aufschreiben, wegpacken. Und alleine Alice Bambus sind 1232 Gramm. Das ist über ein Kilo Wolle, nur von dieser einen Sorte. Und dann kamen auch endlich meine heiß ersehnten großen Vakuumbeutel. Und das ist alles Pulloverwolle. Alles Wolle, die ich irgendwann früher oder später für Pullover machen möchte. Also alles erstmal da reingepackt, dann ein bisschen Luft rausgepresst, damit das ein bisschen stabiler liegt. Ja, Staubsauger angesetzt und gib ihm.
Ja, also ich kann euch so ein kurzes Vorher-Nachher geben, eher ein Nachher. Aber das hier ist zum Beispiel soweit alles in diesem Beutel. Sockenwolle, die ich irgendwann mal verarbeiten werde, die aber auch gerade einfach zu groß ist für diesen Beutel. Und ich bin zu faul, jetzt noch einen zweiten oder so dritten sogar zu holen. Hier sind sonstige Knäuel. Das hier hinten sieht nach Pullover aus. Ja, das ist Pulloverwolle. Die ist vakuumiert. Hier vorne haben wir auch noch irgendwie Tuchwolle. Hier oben ist ein großer Bereich an Sonstiges. Eben Bambus. Baumwolle, die war im Keller. Die habe ich erstmal hochgeholt. Vielleicht mache ich da irgendwas Schickes draus. Hier hinten das Blaue, das ist Brennnesselwolle. Auch was eigentlich total Besonderes. Hier drin ist Alpaka. Die habe ich mal verstrickt. Dann habe ich die. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das war nämlich, oh mein Gott, aus meinen Anfangszeiten. Und da wusste ich noch nicht, was ich mache. Ich habe das Braune und das Graue als einen Faden gemeinsam verstrickt. Das sah aber kacke aus. Da ich aber recht viel gemeinsam verstrickt hatte und Alpaka ein ganz klein bisschen filzt und sich das natürlich auch verdreht hat, war das eine absolute Kotze, das auseinanderzufriemeln, und habe das dann halt über 2 Jahre lang irgendwo rumliegen gehabt und gedacht, ach, das machst du irgendwann mal. Ja, das irgendwann war jetzt, glaube ich, am Sonntag. Eben nach meiner Wollaufräumaktion, und ich habe mich stundenlang hingestellt und diese 2 Fäden wieder getrennt. Ich habe das auch nochmal neu gewickelt, weil auch hier hatte ich dann Bedenken, dass vielleicht Mottenbefall gewesen sein könnte. Es waren nur 2 Fäden außenrum am Knäuel irgendwie lose. Der Rest war stinknormal. Also mir fehlen da vielleicht 4 Meter. Aufgeschissen. Die 4 Meter kann ich verzichten. Das ist alles in Ordnung. Oh ja, jetzt habe ich hier 800, 1600 Meter Alpaka in einem durchaus schönen Grau und einem auch schönen Braun mit grauen Akzenten. Dann hier oben ist meine Bobbelecke mit dem neuen Garn, was jetzt im Februar dazu kam. Ich denke, dass der ein oder andere Bobbel wahrscheinlich auch in eine Tüte wandert und erstmal vakuumiert wird, damit er weg ist. Ich mal gucken, das ist alles so Alpaka-Silk-Zeug, was ich eigentlich verarbeiten wollte. Und der ist jetzt auch hoch zu den Bobbeln gewandert, weil er eigentlich ein 200 Gramm, 700 Meter Koloss ist. Und das ist ja eigentlich immer so ein, ja, so ein Bobbelkram. Und jetzt kommen zu dem Monsterregal. Das hier ist alles Socken. ich glaube, da stehen 5 dieser Beutel dahinter. Alles vakuumierte Sockenwolle. Und ich glaube, hier sind es 3. Und das ist das Schätzchen, was ihr aus dem Video noch gesehen habt. Das ist alles Pulliwolle soweit. Und ich glaube, ja, so im Großen und Ganzen war es das. Hier sind noch Stränge. Hier ist auch noch Pulli, aber ja, habe ich keinen Platz mehr gehabt für. Für das Häkelgarn muss ich mir noch ein Plätzchen suchen. Das hier ist Pulliwolle, die noch verarbeitet wird. Naja, und hier ist ja mein Täschchenplatz. Den kennt ihr ja. Und hier ist Mohair drin. Da möchte ich eine Jacke draus machen. Da seht ihr so ein bisschen Mohair. Eine sommerliche Jacke war es. Ja, und das hatte ich keinen Platz mehr und habe es da reingestellt und vergessen. Ja, aber das ist so mein Wollschrank jetzt. Es ist auf jeden Fall leerer. Ich hoffe auch wirklich, 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 dass ich da dann mal einerseits jetzt soweit alles habe an Wolle, aber mich da auch durcharbeiten kann. Und ich hoffe wirklich, dass diese Dinger hier,
diese Täschchen da einen guten Teil zu beitragen und helfen. Naja, und wo ich mir halt auch irgendwie Gedanken machen muss, das ist das hier. Das ist noch so ein Beutel Sockenwolle, die teilweise angefangen ist, teilweise verstrickt. Weiß ich auch noch nicht, was ich mitmache. Deswegen bleibt die erstmal da drin. Und das ist Sockenwolle, die ein Besitzer hat. Die wird verstrickt. Das ist alles irgendwie blöd, ne? Ja. Ich möchte eigentlich, also es ist schon recht dunkel und ja, irgendwie ein halbwegs gutes Licht hier haben, aber das sieht alles so, so lagerfeuermäßig aus. Ich glaube, ich lasse es so. Also ich habe jetzt vom Keller kein richtiges Nachher, aber es waren insgesamt 6 dieser Vakuumbeutel mit diesem Saugventil für den Staubsauger. Einen habe ich noch über. Also ich habe 3 dieser Beutel im Keller. Nee, 4 dieser Beutel sind im Keller. Einer steht ja auch im Schrank, da ist die Pulliwolle drin und einen habe ich hier noch auf Reserve. Also 4. 4 dieser Beutel gingen in den Keller. Das ist natürlich schon krass. Ich habe dann auch eben soweit alles aufgeschrieben mit Strichlisten, das dann zusammengezählt und ausgerechnet. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. So viel Wolle. Nee, lass mal nicht machen. Aber dieses Licht gefällt mir gerade gar nicht. Moment. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen besser ist. Ich glaube aber schon. Ich habe mir halt dann gedacht, das kann doch nicht sein. So viel Wolle, um Gottes Willen. Ich kam auf um die 40 Kilo. Ich dachte, das ist nicht wahr. Das glaube ich nicht. Dann habe ich nach dem Stream nochmal nachgezählt bzw. nachgerechnet und Teile nochmal rausgeholt aus den Beuteln und nochmal gewogen und eine neue Strichliste gemacht. Das kann doch nicht sein. Ich habe aber dann mal so grob überschlagen. Also an Bobbeln habe ich knapp 4 Kilo. An Sockenwolle habe ich, glaube ich, knapp 10 Kilo. Also es sind alleine 14 Kilo Wolle nur in diesen 2 Bereichen hier im Schrank. Das ist doch, das kann nicht sein. Dann habe ich um die 10 Kilo Acrylwolle. So. Verdammt. Ja, aufgrund dessen, weil ich mir dann nicht sicher war, ob ich mich nicht irgendwie beim Taschenrechner vertippt habe oder, habe ich mir dann eine Excel-Liste gemacht. Das war sowieso ein Plan, den ich hatte, das alles in Excel einzutragen, weil es wesentlich einfacher ist, dann über all den ganzen Kram einen Überblick zu haben. Und ich habe das nicht ganz so schön gemacht teilweise. Also ich habe verschiedenste Arten Acrylwolle. Ich habe welche von Alice, ich habe welche von Gründel. Von Alice habe ich definitiv Burkum. Also Alice ist ja ein türkischer Wollhersteller. Ich Burkum, Burkum Batik. Ich meine, noch irgendwas habe ich von Alice in Acryl. Wie gesagt, dann Gründel, Gründel Big Mama, Gründel Lisa und ich glaube auch noch Dennis. Ich habe das halt, wie gesagt, dann alles einfach zusammengerechnet und zusammen kam um, sagen wir 7 Kilo. 7 Kilo Acryl. Ich habe das einfach unter Gründel Einknäuel erstmal hingeschrieben, das Gewicht eingetragen. Und später, irgendwann, wenn ich Lust darauf habe, dann kann ich runtergehen in den Keller, kann mir den Acrylsack holen, kann das nochmal aufmachen, kann mir genau aufschreiben, wie viel Acrylwolle habe ich pro Sorte, kann das dann entsprechend in Excel passend eintragen und kann das dann schöner unterteilen. Aber da ging es mir erstmal darum, die Wollmenge an sich irgendwie festzuhalten. Ja, es ging dann halt eben weiter mit Baumwolle und mit Mikrofaser und Bambus und so weiter und so weiter. Und habe mir das dann auch unterteilt farblich in Keller und Schrank. Und habe für die Projekte, für die ich die Wolle irgendwie vorgesehen habe oder worum es sich um diese Wolle handelt oder wofür sie geeignet ist, dann eine Kategorie gemacht wie
Pulli. Das heißt, sämtliche Wolle, was ihr halt jetzt so gesehen habt, die für Pullover geeignet ist, habe ich in einen großen Beutel geschmissen, habe den dann vakuumiert und weggeräumt. Das ist der Beutel, der oben auf dem Schrank steht. Und habe dann eben während dem Reinschmeißen gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so weiter. Waren 100 Gramm Knäuel und habe dann eben 7 Striche bei 100 Gramm gemacht. Dann kam 50 Gramm Knäuel, habe das gleiche gemacht, 55 Gramm hingeschrieben. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 gezählt, Striche gemacht und habe das dann später so weit zusammengezählt und eben diese eigenartigen, vielleicht angefangenen oder halben Knäuel dann gewogen und diese Gramm extra noch dran geschrieben. Also es gibt definitiv in irgendeiner Art und Weise Rundungsfehler, Banderolen und, ist mir egal. Darauf achte ich nicht, mir geht es erstmal nur so pauschal, was habe ich hier? Ja, ich habe für die Pullover, ich glaube, 6 Kilo Wolle. Ansonstigem, das irgendwie für Tücher oder so gedacht war, weiß ich gerade nicht. An Resten habe ich für die Strickjacke mittlerweile 800 Gramm oder 830 Gramm zusammen. Also eben Sockenwollreste, die ich gefunden habe beim Zusammenräumen, habe ich dann da reingepackt und gesagt, komm, erstmal auf den Rest mit drauf. Egal, ich kann mich ja immer noch umentscheiden. Solange es nicht verarbeitet ist, kann ich mit dem Knäuel machen, was ich möchte. Es ist halt nur schwer, es dann aus einer verstrickten Jacke wieder rauszuziehen. Aber ne? Es ging mir erstmal darum, wie viel habe ich. Und wenn das wirklich stimmt, habe ich 50 Kilo Wolle. Ja. Ja. Also, wie ich damit umgehe, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall, was mein Verarbeiten an sich angeht, das erstmal so handhaben. In Bezug auf Aufschreiben, Eintragen, was ich verarbeitet habe und mit meinen Resten. Angenommen, ich mache ein Tuch fertig, dann ziehe ich 4 ganze Knäuel aus meinem Vorrat raus. Weil die liegen so ja nicht mehr im Schrank. Dann wiege ich den Rest und füge diesen Rest meinem Restestapel hinzu. Das heißt, ich habe dann als Beispiel 200 Gramm verbraucht aus meinem eigentlichen Vorrat, habe 150 verstrickt, aber 50 Gramm habe ich noch als Rest. Das heißt, ich habe eine genaue Übersicht, wie viel Gramm habe ich verarbeitet und auch wirklich verbraucht und was habe ich noch als Rest. Dann habe ich mir 2 Listen gemacht, eine Jacken- und eine Pulli-Liste, damit ich weiß, wie viel Rest habe ich denn an Wolle, die für diese beiden Projekte gehen würde. Weil einige der Knäuel, die ich habe, sind so weich und so angenehm auf der Haut, dass ich die nicht für eine Jacke nehmen möchte. Da möchte ich mir dann gerne einen Restepulli stricken, ähnlich wie meine Restejacke wird. Bei der Jacke nehme ich irgendwie ausschließlich Sockenwolle oder Stahlwolle, also so kratzig wie da einiges ist. Aber das Projekt eignet sich da auch, finde ich, wunderbar für. Vielleicht kommt eine Restedecke, vielleicht kommt irgendwas anderes, aber ich mag diese Idee von diesen Jacken total. Deswegen, diese 2 Stapel oder ja, diese 2 Listen gibt es, was meine Abarbeitung und meine Reste angeht. Was die Wollmenge an sich angeht, bin ich noch ein bisschen ratlos. Ich weiß aber jetzt, was ich habe und ich weiß, womit ich arbeiten kann. Oder vielleicht auch möchte. Das Interessante war allerdings, als ich die Mengen an Wolle durchgegangen bin, ich hatte teilweise
Ideen, Inspiration und Lust auf das eine oder andere Projekt, wofür ich die Wolle damals eigentlich gekauft hatte. Ich muss aber auch dazu sagen, dass vieles dieser Käufe war, oh, das ist schön, das will ich mal probieren. Wofür ich es nehme, ich weiß es nicht, aber ich will es einfach haben. Und genau das ist das Problem, was mich halt zu diesem jetzigen Problem dieser Wollmenge geführt hat. Und an sich habe ich mir einen Kaufstopp auferlegt. Denn es ist noch nicht alles an Wolle, was ich habe. Es kann sein, dass irgendwo im Keller noch irgendwo eine Tasche oder was rumfliegt, die ich übersehen habe. Es kann sein, dass irgendwo noch ein Karton rumliegt, den ich übersehen habe, weil mir fehlt irgendwie noch ein Beutel mit einem Projekt. Keine Ahnung, wo der ist. Ich habe auch noch Strickprojekte, die ich nicht mehr machen möchte. Ich zeige euch mal was. Diesen Beutel habe ich mal vor langer Zeit gestrickt. Auf einer Strickmaschine. Ist natürlich super geil, weil das Ding ist dehnbar ohne Ende. Ne? Ich könnte mir noch irgendwie 15 dieser Beutel machen und hätte sicher noch genügend Wolle. Aber das war so dieser verzweifelte Versuch, einmal irgendwas mit der Wolle machen zu können und auch gleichzeitig Lagerplatz zu schaffen. Ich habe eben dann aufgrund diesen, ja, ich will das mal haben, diese zwei Kohnen gekauft. Das ist einmal eine Kohne Alpaka, die mit Nadelstärke 3 bis 3,5 verstrickt wird und einmal ein einzelner Faden, wie bei so einem, Bobbel. Was will ich denn damit? Das kann ich vielleicht noch verstehen als Strickjacke. Weil das ist sowas von kratzig, das... Nee. Vielleicht ist es als gestricktes Gewebe irgendwie angenehmer. Ich glaube es aber nicht. Aber das Schöne, wie ich hier finde, ist, also es ist einmal eine Mischung aus 50% Acryl, 25% Alpaka, 25% Wolle. Ich glaube, die Wolle ist genau das, was hier so kratzt. Es ist einfach 250 Gramm mit 1875 Meter. Eigentlich fast 1900, wenn man aufrunden möchte. Da kann man einiges draus machen. Ja, und hier, weiß ich nicht, was ist das? 3750. Also vielleicht das gemeinsam verstrickt, könnte eine Nadelstärke von, ja, bleibt bei 3,5. Aber könnte eine schöne Sache werden. Man könnte, wenn man ganz bekloppt ist, hier draus was häkeln. Aber das ist so ein, ja, ich möchte es mal haben. Und das ist halt wiederum das Problem bei mir. Ich bin verdammt neugierig. Ich will das alles irgendwie probieren und so. Na gut. Das nächste Projekt, was ich wahrscheinlich aufmachen werde, was ein bisschen schade ist, aber naja, es ist so, ist der Ninilchik Swancho von Caitlin Hunter. Das ist das gute Stück. Ich habe da schon einiges eigentlich gestrickt, aber es ist das Problem. Guckt euch das mal an, wie der hier wirft. Also, das geht gar nicht, ne? Seht ihr das? Und ich glaube auch nicht, dass das mit entsprechendem Spannen besser wird, weil wenn ich den so halte und ein bisschen gerade ziehe, bleibt das. Also die Fadenspannung hinten ist einfach zu fest. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und auf so spannen will ich den nicht. Und alles andere, nee. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel Gramm ich hier eigentlich verwenden wollte pro Farbe. Ich glaube 50 Gramm pro Knäuel. Und ich habe für jede Farbe außerdem hier 2 Knäuel. Ich glaube, von diesem Sandfarbenen war es mehr, weil dann irgendwann, also die Ärmel, die gehen
verdammt weit runter. Und wenn die abgetrennt waren, glaube ich, war nur noch dieses Grau-Beige-Sand. Ich meine, hier oben, ne, nochmal zu zeigen, hier oben die Fadenspannung, die ist ganz okay, gerade auch hier unten in den unteren Bereichen. Aber dann weiß ich nicht, was passiert ist. Also eine Möglichkeit wäre, den eben aufzuziehen, was bei dreifarbigen Colorwork, es gibt Schöneres. Aber es wäre halt, weil er dich für eine Strickjacke verwenden könnte. Es war ein Swancho, das heißt, es ist etwas, was man sowieso irgendwo drüber zieht, sprich die Wolle ist halt eben wieder kratzig. Das heißt, ich habe, wenn es so weitergeht, eigentlich nur noch Strickjacken. Ich brauche nichts anderes mehr. Dann habe ich hier ein Tuch. Ist das eigentlich fertig? Ja, das riecht nach Keller. Aber das war ein Mosaiktuch von Sylvie Rasch. Das ist aus einer Paintbox entstanden. Hier so ein Paintbox-Paket, Baumwolle. Ist eigentlich ganz schön. Ich denke, den Geruch könnte ich rausbekommen mit kräftig waschen. Also das werde ich noch behalten auf jeden Fall. Das werde ich nicht aufmachen. Das war schlimm genug, das zu stricken erstmal als Anfänger. Und da den ganzen Überblick zu behalten. Und das andere Projekt, was ich mal angefangen habe, ist tatsächlich eine Decke. Es sollte so ein... Das ganze Ding an sich selbst designt sein, was die Art der Decke angeht. Ich kam nicht weit. Also, ich habe hier einmal Krausrippen. Auch hier am Rand Krausrippen. Die dann in ein Mosaikmuster übergehen. Das Mosaikmuster habe ich, glaube ich, aus einem Buch von Sylvie Rasch. Oder aus dem Internet, ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, nach diesem Mosaikmuster wollte ich dann ein anderes Mosaikmuster innen drin machen. Ich meine, von der Breite her, immer schön, ich glaube, von der Breite her, für eine Decke okay. Nur wenn man sich das dann halt hier um die Schulter so legt, es wäre links und rechts noch mehr als genügend Platz. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich da nicht mehr weitergemacht habe. Und an sich fand ich die Idee cool, aber ich denke, einerseits war mir das dann alles auch zu dunkel war. Und war es auch nicht wirklich vorangegangen. Ich meine, das ist eine Decke. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich das aufziehe, ob ich es lasse, weitermache vielleicht sogar. Weil ich meine, innen drin kann man ja auch einfach um die Decke außenrum läuft einmal Krausrippen, damit sich das ganze Ding nicht kräuselt. Dann hat man nochmal eine Bordüre im Mosaikmuster. Und innen drin sollte dann nochmal ein anderes Mosaikmuster sein. Das kann man auch einfach als glatte Streifen stricken. Auch das ist natürlich möglich. Oder man macht Krausstreifen. Ist ja irgendwie egal. Aber ich weiß nicht. Also hätte ich so gesehen zwei Projekte, die ich auch noch nicht meinem Wollvorrat hinzugerechnet habe, weil ich nicht wirklich weiß, was ich damit mache. Und wenn ich die hinzurechne, dann geht das in die Höhe. Und es kann auch durchaus sein, dass ich irgendwas doppelt gezählt habe, irgendwas vergessen habe, mich irgendwo vertippt habe. Also ist halt fraglich, ob das wirklich genau diese Menge ist, die ich da zusammengestellt habe. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich habe aber zumindest jetzt einen Überblick, was da ist. Und werde so nach und nach anfangen abzuarbeiten. Ich muss mir auch was mit dem Häkelgarn überlegen,
Das werde ich nicht wiegen und meinem Wollvorrat hinzurechnen, weil ich da an sich jetzt nicht irgendwas Großartiges draus häkeln wollte. Ich habe vieles davon auch geschenkt bekommen. Ganz ursprünglich, glaube ich, habe ich damit mal Freundschaftsbänder vorgehabt. Ich glaube, das war mit der Grund, warum ich das hatte. Ich meine, ich habe, wie ihr ja gesehen habt, auch eine so ein ganz dünnes Seil gefunden. Dazu passen 1,5 mm Stricknadeln von Chao Guo. Oder 1 mm Stricknadeln, also die sind wirklich winzig. Damit könnte ich theoretisch Häkelgarn verstricken, aber was zum Geier will ich damit? Ich könnte auch mit diesen 1 mm, diesen einfädigen Kronending hier, dieses 4-Kilometer-Ding verarbeiten. Was will ich damit? Ja, und was ich halt auch machen werde, weil ich, wie gesagt, auch viele Pullover-Knäuel hier habe. Ich habe auf Ravelry ganz viele Pullover in meine Bibliothek gepackt. Ich glaube, es sind so gut wie alle Anleitungen, die es von Drops gibt, auch auf Ravelry zu finden. Das heißt, man hat einen Vorrat von 4000 Pullover als Gratis-Anleitung. Ich glaube, es waren 4000. Lass es 500 sein. Auch 500 gratis Pullover ist eine Menge Anleitung. Und ich habe nicht genügend Wolle, um 500 Pullover zu stricken. Zumindest was die reine Pulli-Wolle angeht. Ne? Acryl-Pulli will ich nicht unbedingt tragen, aber davon mal abgesehen. Ich habe genügend Vorlagen bzw. Anleitungen auf Ravelry, damit ich zumindest einen Teil dieser Pullover abarbeiten kann. Falls ich eine Strickjacke finde, die mir gefällt, und ich sage, na gut, da müsste vielleicht jetzt dann aber Acryl her. Da wäre das für mich an sich auch okay, weil ich mag es nur nicht als Pullover. Ich mag es nicht im Halsbereich. Mir ist das einfach zu quietschig. Es ist aber durchaus angenehm, ab und zu mal damit zu arbeiten. Und da überlege ich halt wiederum, was mache ich mit meiner ganzen Acrylwolle, weil es ist sehr viel Pastellfarbiges dabei. Es ist einiges Kräftiges dabei. Es ist einiges absolut Furchtbares dabei. Aber die Wolle ist noch gut. Also entweder geht sie an ein Seniorenheim oder in so eine Werkstatt, den Leuten Stricken beibringt oder irgendwie sowas. Oder eine andere Idee, die ich hatte, falls es halt funktioniert mit diesem Material, ist Babymützen stricken. Falls das klappt. Ich habe halt auch eine Strickmaschine. Das heißt, ich könnte da innerhalb von einem Tag gefühlt 3 Kilo Wolle verarbeiten. Das ist vielleicht noch nicht mal übertrieben. Aber wenn man weiß, wie man das machen muss und da ein System raus hat, dann kann man das einfach in einem Runde stricken. Aber eins nach dem anderen. Das sind Ideen, das sind noch keine handfesten. Ja, das mache ich damit. Das Einzige, wo ich wirklich sicher bin, wie es jetzt weitergeht, all die Beutel, die ich genäht habe, die als temporäre Projektbeutel dienen, werden eben genau dafür benutzt. Ich habe eine Idee im Kopf, die Wolle wandert da rein, auf dem Beutel steht, wofür ich diese Wolle benutzen möchte, und dann irgendwann wird dieser Beutel genommen und weggestrickt. Das Projekt, was dafür drauf stand, wird ausradiert. Und dann bleibt er vielleicht erstmal eine Weile leer, bis ich weiß, welche von meinen Wollknäueln ich nehme, um dann eben das nächste Projekt zu machen. Oder ich habe schon irgendwie ein Projekt im Hinterkopf, wo ich weiß, ja genau, das und das Knäuel kommt dann da rein. Projektname wird draufgeschrieben und die Tasche kommt dann eben wieder in das Fach
wo sie jetzt steht. Das ist das eine. Das andere, aufgrund dieser Aufräumaktion habe ich eine Stricktasche bekommen. Jetzt nicht irgendwie sponsormäßig oder so. Nee, ich hatte die ja schon. Da war aber so viel Müll drin, dass ich die nicht nutzen konnte. Und die war im Keller, weswegen ich sie auch komplett vergessen habe. Also, durch die Aufräumaktion habe ich jetzt wieder eine Tasche zur Verfügung. Wenn ich einen Pullover mache oder eine Strickjacke, kann ich die gesamte Wolle, die ich für dieses Projekt an sich brauche, dann da reinpacken. Weil die Tasche ist groß genug, damit sie eine Strickjacke, ein Pullover oder vielleicht sogar beides halten kann. Also da ist auch dickes, fettes Häkchen dran. Mit meinen Resten weiß ich, wie ich umgehen soll. Das heißt, hochwertige, weiche Wollreste, sowas in die Richtung, wandert in die Pullikiste. Und irgendwas, was so ein bisschen kratziger ist, aber eben von einer Menge, grundsätzlich beides von einer Menge, dass es mir einfach zu schade ist, wegzuschmeißen, wandert in meinen Jackenbeutel. Und wenn eins dieser beiden voll genug ist, genügend Menge zusammengesammelt hat, damit ich daraus eine Jacke, einen Pulli machen kann, wird daraus ein Pulli gemacht. Also wenn ich habe es ausgerechnet, wenn ich es schaffe, in einem Monat 50 Gramm Knäuel zu verarbeiten, sitze ich trotzdem noch über 12 Jahre hier. Weswegen ich mir dann auch gedacht habe, wenn ich wirklich 50 Kilo Wolle verstricken möchte, wäre vielleicht ein Wolltausch nicht schlecht. Ich sage, hier, guck mal, ich hätte 5 Kilo Acryl abzugeben, was willst du da stattdessen geben? Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Aber dieser Zeitraum, diese 12 Jahre, sind dann halt eben auch der Grund, weswegen ich sage, okay, ich habe zwar erstmal einen Kaufstopp, weil ich diese Menge ja auch erstmal abarbeiten muss, aber der Kaufstopp ist nicht endgültig. Es gibt ein paar Ausnahmen, die ich mir da gegeben habe. Zum Beispiel, wenn ich unbedingt dieses eine Projekt, warum auch immer, ich will dieses eine Projekt unbedingt stricken und ich habe kein Material hier, dann dürfte ich losgehen. Aber nicht so ein, naja, wäre schon cool. Sowas gilt nicht. Es muss wirklich so ein, oh mein Gott, ich brauche das jetzt. Sowas in die Richtung muss das sein. Wenn ich merke, mir fehlt für meinen Pullover vielleicht 100 Gramm und ich habe auch nicht vor, in nächster Zeit irgendwie was absolut Hochwertiges zu stricken oder ich hätte genügend Reste da, aber eben so ein Streifenreste-Pulli wie zum Beispiel von Steven West, falls ich euch den schon mal gezeigt habe. Doch, ich habe euch den gezeigt. Es ist halt viel grau und recht dünne Streifen an Farbe. Auch das wäre zum Beispiel ein tolles Resteprojekt. Wenn ich jetzt aber sage, gut, ich hätte an sich genügend Farbe da, aber nichts Neutrales, dann wäre es wiederum vielleicht okay, zwei, höchstens drei Knäuel, sage ich mal, in die Richtung zu kaufen, um dann eben vielleicht 5 Knäuel wegzuarbeiten. Das gleiche auch mit anderen Sachen. Wenn ich sage, okay, ich habe 2 Knäuel da oder 2 Stränge da, die gut passen würden, aber ich brauche irgendwas Neutrales und ich habe da nichts, dann wäre das okay zu sagen, ich hole mir einen Strang in Neutral, ich hole mir 250 Gramm Knäuel in Neutral, wie auch immer die Menge ist, die ich benötige. Sagen wir mal, es wäre okay, einen 100 Gramm Strang zu kaufen, um dafür dann wiederum 200 Gramm, die ich im Vorrat habe, aufzubrauchen. Ich habe ja dann trotzdem was weggearbeitet. Ich habe zwar was geholt, aber es wurde ja für einen bestimmten Zweck geholt. Also es muss eben irgendwie ein bestimmter Zweck sein und nicht einfach so, ich will hübsch. Oh mein Gott, ist die hübsch, die will ich jetzt haben. Weil genau das hat mich in die Situation gebracht, in der ich jetzt bin. Also ja, wo ich auch ein klein bisschen mir einen Spielraum lasse, ist eben zum Beispiel bei Sockenwolle. Da halt das Ähnliche, wenn ich jetzt zum Beispiel ausschließlich, sagen wir mal, 8er Sockenwolle gekauft habe,
und ich möchte ja meine 12 Fäden irgendwie zusammen haben, dann wäre es halt okay, dass ich sage, ich hole mir ein Knäuel vierfädig, damit ich das irgendwie dann aufbrauchen kann. Außerdem möchte ich mir halt erlauben können, ab und zu mal was zu kaufen, um so diesen, ja, diese Dopaminausschüttung zu haben. So, ach, guck mal an, es ist was Neues, ist was Schönes, ist nett. Aber halt nicht mehr in diesem Maß. Also momentan, der Drang zu kaufen ist von, ja cool, dieser eine Pullover wäre schön. Komplett weg, ich will gerade keine Wolle haben. Naja, das ist so das Resümee, was ich aus dieser Sortieraktion gezogen habe. Nicht unbedingt das Schlechteste, wie ich finde, aber ja. Es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne. Und da wird die nächsten Tage, Wochen und Monate erstmal einiges abgearbeitet, bevor ich mir erlaube, nochmal irgendwie was zu holen. Und ich denke, dass ich noch ein paar Projekttaschen mache, einfach so auf Vorsicht. vielleicht mache ich mir auch nochmal einen ordentlichen Beutel für das ganze Häkelgarn. Mal gucken, was ich damit mache, wie ich das unterbringe. Es ist halt nicht so voluminös wie manch anderes. Das heißt, vakuumieren ist da ein bisschen sinnfrei aus platzsparender Sicht. Und ja, einfach mal gucken, einfach mal schauen, weil das wird spannend. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, noch genügend hinten dran geredet. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem irgendwie gefallen hat. Ich bin ein bisschen erschlagen von dieser Menge. Aber ich denke, dass ich auch hier im Schrank noch aussortieren werde. Eben die Bobble zum Beispiel, die ich nicht wirklich nutze, oder die Sockenwolle, die mir gerade nicht zusagt, dass das alles in einen großen Vakuumbeutel noch gepackt wird und dann vielleicht auf den Schrank wandert. Das wäre zum Beispiel noch eine gute Möglichkeit. Oder vielleicht in die Abstellkammer, obwohl ich habe das dann nicht so ganz gern in der Abstellkammer. Auch da werde ich irgendwie was finden. Aber eben dann nochmal diese Sortierung vorzunehmen von wegen, darauf habe ich Bock, darauf habe ich keinen Bock. Und dass vielleicht eben dieser Platz schon mal ein bisschen leerer wird. Mal irgendwie so. Und ja, meine Reste abarbeiten, dann wieder neue Socken stricken, um da wieder neue Reste zu generieren. Das sind so Dinge, worauf ich mich schon freue. Auch mal die Pullover abzuarbeiten, die ich mir geholt habe, weil sie mir halt gut gefallen, vom Material her. Und ich habe mir eine 4,5er Nadel geholt, beziehungsweise Nadelspitzen. Ich möchte da unbedingt diese eine grün-braune Wolle von Lana Grossa aufstricken. Unbedingt. Da juckt es mich in den Fingern. Das heißt, ich muss erstmal meine jetzigen Projekte soweit fertig haben und fertig, ja, stellen. Und dann mal schauen. Also, ja, mich juckt es in den Fingern, das, was ich habe, aufzustricken. Ist tatsächlich so. Da freue ich mich drauf. Aber gut, ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen fürs Zugucken. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jeden Monat, wenn ich meine Stick-Updates mache, dann auch in Bezug auf meinen Wollabbau berichten wollen. Vielleicht kriege ich das eben in Excel hin, dass mir das schön einfach deutlich angezeigt wird, damit ich das sofort sehe, was ich abgearbeitet habe. Ja, und wenn ich diese zwei Pullover und die Strickjacke fertig habe, das sind drei durchaus große Projekte. Das wäre einiges an Material, was weg wäre. Das wäre schon mal schön. Aber im Februar nicht mehr. Aber wer weiß, wie es im März aussieht. Deswegen werde ich den Rest jetzt hier noch fertig bearbeiten, mich an die Nadeln setzen und während der Bearbeiten stricken, um weiterzumachen. Und ja, ich hoffe, dass es nicht
mehr zu so einem Sortiergeschehen kommt, weil es war furchtbar anstrengend. Ich hatte den gesamten Samstag dann noch Rückenschmerzen. Dank dem Tipp mit der Wärmflasche ist es wirklich dann am Sonntag besser gewesen. Dennoch, es war nicht schön am Samstag. Und naja, auch jetzt ein paar Tage danach fühle ich mich immer noch so, warum? Aber ja, es ist wie es ist. Ich muss einfach das Beste draus machen und das wird schon. Macht's gut und ciao.